Willkommen zurück bei NES Remix 2. Gewinne gegen Luigi. Bei was denn? Achso, beim Münzen sammeln, okay. Oh! Er ist gestorben! Cool. Los, Link, erreiche die andere Seite, ohne Schaden zu nehmen. Na toll. Ja klar, was ist das denn hier? Und ich kann nicht stehen bleiben, ich muss immer springen! WTF! Ich glaube, da muss ich den Schwert-Unten-Hieb machen, ansonsten wird das nichts. Weil springen ist keine gute Idee. Habe ich doch gemacht, warum setzt er das nicht ein? Geht es hier nicht? Nein, man kann auch den Schwert-Unten-Hieb nicht machen, wie krank ist das denn? Ja, sorry, aber ich kann doch nicht so weit springen, Leute. Was erwartet ihr denn hier? Seid ihr des Wahnsinns? Oh, doch, kann ich. Ich sollte dem Link wohl ein bisschen mehr zutrauen. Oh, scheiße, ey. Die ganzen Leben so unnötig verloren wieder mal. Sammle 5 Münzen, komm. Jetzt muss es aber laufen. Vorsicht! Gut, weg da, weg da, weg da. Und noch eine. Perfekt! Letzte Aufgabe. Besiege die Energiekugel. Was heißt das? Was ist das? Oh mein Gott! Was ist das denn für ein Boss? Okay, ein Kugelwilli. Ich glaube nicht, dass der auch im originalen Kirby's Adventure vorkommt, aber der Boss ist cool. Aber leider hat er auch sehr viele Leben. Ich kann natürlich auch näher ran, ne? Aber ich darf selber nicht so viel einstecken. Verdammt, ich habe schon... Ja, jetzt, einen nach dem anderen, einen nach dem anderen. Sehr gut, das hat ihn jetzt penetriert. Weiter. Wow, das war fies. Aber so viele Leben hat er nicht mehr. Vorsicht, das Ding kommt gleich wieder. Diese verdammten Kugelbillies. Ich hab dich gleich. Oh, das ist ja ein richtig geiler Boss. Nein! Nicht fällen jetzt, nicht fällen! Einschlag noch! Ja! Beide hatten ein Leben. Krass. Das ist geil. Zwar nur 2 Sterne, aber... passt schon. Richtig harte Mission, die auch richtig Bock gemacht hat. Und nun Bocklosigkeit bei Dr. Mario. Farben ändern sich, wie immer. Eliminiere alle Viren. Darauf habe ich keinen Bock. Schnell runter zur Blau. Und jetzt die Gelb da reindonnern. Das war sogar sehr klug. Was mache ich jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ja, mach mal so. Und nochmal schnell. Ja, das ist jetzt optimal alles. Wo ist Rot? Da ist Rot. Und schnell nochmal. So, genau. Jetzt habe ich zwar da unten den einen zugebaut, aber ist nicht so schlimm. Oh, da können wir unten noch welche absahnen. Aber ich muss alle killen, oder? Hat er gesagt alle? Ja, tatsächlich alle. Verdammt. Das ist dementsprechend auch eine sehr lange Mission. Also wenn man hier fällt, dann hat man ein großes Problem. Ich vor allem. Dann werde ich schneiden. Aber im Moment geht's. Ich habe auch meinen Fehler schnell ausbessern können. Ich kann auf jeden Fall leben. So, was jetzt? Jetzt muss ich kurz schauen. Ich kann... ach Gott. Ich mache lieber nichts. Das ist mir jetzt zu gefährlich. Blau. Ja, super. Kann ich jetzt auch nicht verwenden. Außer ich stecke das hier unten rein. So. Dann kann ich es eventuell doch benötigen. Ah, nein. Ah, die gelbe hätte ich jetzt da verwenden können. Verflixt. Muss ich abwarten? Nee. Ah, jetzt habe ich natürlich sehr viel Zeit verloren durch mein dilettantisches Handeln. Scheiße. Okay, ich konnte es zumindest nochmal wegtun, aber ich habe jetzt echt Mist gebaut. Oh, verflixt. Das regt mich jetzt auf. Ich muss jetzt so irgendwie versuchen, den Bock wieder gerade zu biegen. Aber ich habe es echt total versaut gerade. Weil ich mir erstmal denke, ach, tu mal's doch dahin. Und dann entscheide ich mich noch dazu, es eben woanders hinzutun. Ja, das war jetzt auch nicht so gut. Aber damit ist jetzt zumindest wieder der Weg frei. Die Frage ist halt nur, was bringt das, ne? Relativ wenig, ehrlich gesagt. Aber der Rote ist jetzt auch tot. Boah, shit. Was geht denn hier ab, Alter? Das ist echt fies. Ja, damit kann ich nichts anfangen. Ich brauche bessere Farben, Freundchen. Okay, zumindest mal eine Rot. Und noch mehr Rot. Scheiße! Oh, es zählt noch, es zählt noch. Da,
Badabadabababa. Ich klatsche ich mal da unten rein. Aber ich muss erstmal den roten da wieder wegmachen. Und zwar schnell. Zählt auch noch. Ist mir zu gefährlich. Den mache ich so. Klatsch. Beide getötet, sehr gut. So, und jetzt muss der da oben weg, damit ich an den unteren rankomme. Mit Rot, genau. Super. Jetzt gib mir Gelb ein paar Mal und dann ist doch wieder alles in Ordnung. Dann Rot. Jetzt nach unten den Bock ausbessern. Verdammt, das bringt noch nichts. Ich brauche jetzt zwei gleichfarbige, sonst kann ich das nicht ausbessern. Shit. Ich brauche gleiche Farben. Kriege ich aber nicht. Aber so kann ich zumindest die Gelb wegmachen. Und dann klatscht hier einiges zusammen. Ach man, wäre mir das nicht passiert, ne? Das hat nämlich echt alles versaut. Aber ich glaube, ihr spult sowieso diese Mission vor, weil sie suckt. Kann ich auch verstehen. Ich komme da nicht runter, ne? Ich komme da leider nicht mehr runter. Jedenfalls nicht so einfach. Was weiß ich? Ich habe keinen Plan. Ich muss die alle einzeln entfernen. Ja, mach weg. Jetzt mit Gelb weitermachen. So eine Scheiße, ey. So ein Dreck. Mach jetzt das weg da. Nein, falsche Farbe. Oh, das kotzt mich ja sowas von an. Wieder falsche Farbe. Gut. Sehr gut. So, weg, 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 weg. Gib mir blau. Ah, jetzt ist es zu spät. Lol. So. Und die Rot ist down. So, finally. Jetzt kümmern wir uns um den Lappen da. Runter, runter. Gut, noch ein roter. Oder blau, je nachdem, wie er sich gerade entscheidet. Ach, verflixt. Komm, kommt rot, kommt rot. Ja, ist mir aber zu gefährlich gewesen. Ach, du kannst mich mal. Was für ein Scheiß. Das dauert viel zu lang. Boah, 5 Minuten, echt jetzt? 5 Minuten für den Crap? Oh my goodness. Aber es musste sein. Sorry, ich kann es ja nicht ändern, ne? Lass alle pinkfarbenen Monster verschwinden. Ja, klar. Also pink ist der hier auf jeden Fall. Der nicht. Dann haben wir da drüben noch einen. Zwei sogar. Die sind jetzt beide gestorben, so. Dann gibt es da unten noch ein paar Kumpels, die ich mir jetzt vorknöpfe. Frage ist nur, wie ich da schnell runterkomme. Ja. Schon mal nicht schlecht. Weg damit. Na super, jetzt kam noch einer nach. Das ist natürlich sehr schlecht. Und das gerade in dem Moment, wo ich die alle gekillt habe. Oh, da waren auch noch welche. Dammit. Komm mal her. Habe ich schon gesagt, dass ich das Spiel hasse? Ich glaube schon 30 Mal, ja. Aber wir sind ganz gut dabei, ehrlich gesagt. Moment, jetzt muss das da weg. Verschwinde. Verschwinde. Zack und zack. Habe ich dich. Ja, das hat ja einigermaßen gepasst, oder? Jupp. Da war man zufrieden mit mir. Schön. Level 13. Besiege den wahren Krayt. Und wie? Mit meinem Laserbeam. Habe ich auch was Besseres? Die Raketen habe ich wieder. Moment, die machen ihm gar nichts aus. What the hell? Moment mal, es heißt doch der wahre Krayt. Heißt es, da hinten ist noch einer. Und der vordere ist ein Faker. Aber irgendwas stimmt doch hier nicht. Was zum Teufel?
Tatsächlich. Ja, und wie komme ich da jetzt runter? Ah. Ja, ich habe mich die ganze Zeit mit dem Falschen beschäftigt, ich Depp. Dabei war das doch klar. Wenn da schon steht, besiege den wahren Kreid. Der ist der Richtige. Der sich aber irgendwie nicht von... Nee. Den kann man mit den Raketen nicht besiegen. Nur mit dem Laserbeam. Hoffentlich sterbe ich jetzt nicht weg. Andererseits, der Versuch ist ja eh scheiße, weil ich so viel Zeit verloren habe. Oh, gib's ihm, Alter. Gib's ihm, Mann. Gib noch ein paar Bomben. Sind die sehr effektiv? Ja. Also man kann ihn mit allem besiegen, nur irgendwie nicht mit den Raketen. Dann mache ich doch noch ein paar Mal Bombe, weil Bombe war auch schon bei Ridley sehr effektiv. Ja, stirbst du jetzt endlich mal? Was ist denn hier los, Alter? Steckt der ein? Oder bekämpfe ich den falsch? Ah, okay. Ich glaube, man kann ihn schon auch mit den Raketen killen. Aber er wird nur verletzt, wenn seine Stacheln dort vorne nicht zu sehen sind. Die sind nämlich sein Angriffsmove und seine Verteidigung zugleich. Interessant. Ja gut, das hätte man jetzt besser machen müssen, aber da ich Metroid nie gespielt habe, war das ja auch klar, dass ich das nicht weiß. Punch-Out! Besiege Glass Joey! Vorsicht vor seinem Superschlag! Oh Gott, das wird wieder einige Fails geben, stimmt's? Weil er mich bestimmt mit einem bestimmten Schlag sofort killen kann. Ja, so ist es. Oh mein Gott! Okay, guter Konter. Weiter, weiter, gib's ihm. Schön. Mach weiter, aber nicht zu viel. Du musst dich auch ausruhen. Okay. Schön weiter bearbeiten, bis wir den Superschlag ausführen können. Ist auf jeden Fall kein schlechter Versuch momentan. Sehr gut. In die Fresse. Nochmal. Noch einmal. Jetzt haben wir es schon fast. Oh, crap. Kommt zurück, aber nicht gegen mich, verstanden? Bam! Richtig gebasht. Bleib flacken. 3, 4. Oh, das steht. Scheiße. Wieso kriegt er dann bitte schon wieder alle Leben? Ja, wieso? Da darf man sich ja gar nichts leisten, oder was? Ich darf nicht einmal hinfliegen. Er kann 50 Mal aufstehen und ich darf mir gar nichts leisten. Ist klar. Leck mich doch. Kannst du nicht einfach mal flacken bleiben, Mann? Das ist so ein Spinner, ey. Leg dich jetzt hin. Kostet mich meine ganze Ausdauer. Bam! Der war gut. Der war sehr gut. Jetzt könnte es reichen, aber meine Ausdauer ist halt gleich dahin, ne? Und nochmal der Punch. Also wenn er jetzt nochmal aufsteht, dann ist es ein Cheater, ey. Das gibt's doch nicht. Was? Nach einer Sekunde? Das ist Betrug. Das kann nicht sein. Das gibt's nicht. Kein Mensch der Welt überlebt das. Wir überleben schon, aber... Der steht halt dann nicht mehr im Ring auf. Oh, okay, aber... Alles klar. Yes, jetzt ist er down. Ich verstehe. Je öfter er aufsteht, desto anfälliger wird er gegen meinen Y-Hieb. Sehr, sehr geil, weil jetzt habe ich ihm nämlich auch mal so viel abgezogen, wie er mir mit einem Schlag. Und das hat dann gereicht. Ja, Level 15. Springe von Gegner zu Gegner, bis du einen One-Up erhältst. Oh Gott. Ich verstehe.
Ich verstehe, was ihr wollt von mir. Da, da, da. Aber das ist doch eigentlich gar nicht so schwer. Ba, ba, da. Das ist doch leicht. Uhu. Shiny. Oh yeah. Das war eine leichte Übung. Und jetzt kommt das Grauen. Gewinne gegen Wario. Oh, gegen den kann man auch zocken. Achso, den Dr. Ma. Oh Gott. Gewinne gegen den Lappen. Dum, 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 dum. Als ob das so einfach wäre. Ach Gott. Ich hasse das. Ich hasse das total. Dieses Spiel sagt, was mache ich mit dem? Ah, den machen wir dahin. Der kommt dahin. Und die zwei roten dahin. Dann machen wir noch den gelben kaputt. Und jetzt lass mich mal kurz überlegen. Der kommt da rein. Was weiß ich, das kann ich aktuell nicht gebrauchen. Das ist schön. Ja, es läuft doch jetzt, ey. Ich gucke zwar auch hin und wieder, was ich machen muss. Oder was halt optimal wäre, aber das ist mir doch wurscht, ey. Ich hasse das Spiel und das weiß auch jeder. Keine Ahnung. Erstmal die Gelb wegmachen. Sondern jetzt schön alles zu betonieren. Bevor er jetzt hier so eine blöde RAM-Attacke macht. Verdammt, jetzt macht das hier. Jetzt kommen random Blöcke runter, die mir, ja, schaden. Leider. Und das kann er nicht nur einmal. Das kann er öfters. Ich muss jetzt erstmal da unten was wegbauen. Scheiße, jetzt macht das schon wieder. Aber diesmal hilft er mir sogar. Der rote sollte nämlich genau dahin. Vielen Dank. Ja, erstmal weg hier. Ach, ich baue jetzt mal ein bisschen weiter bei den Bieren. Rot, ja, rot. Okay, super, das ist weg. Ah, jetzt ist der oben rechts verbaut. Ey, hör mal auf zu cheaten, die ganze Zeit schlägt er dagegen. Was soll das eigentlich? Ich kann das nicht machen. Ich habe nicht so eine Attacke drauf. Warum immer nur er? Ich muss dann immer alles mühselig wegarbeiten. Jetzt habe ich zumindest Glück, dass die Gelb schnell wegkommt, aber ist immer noch rot da. What the fuck? Okay. So, jetzt blau, 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 blau. Gib mir blau, Mann. Sehr gut. Sehr gut. Ja, jetzt noch die zwei Lacker da unten. Noch Lacker. Gleich nicht mehr. Ich kümmere mich schon um euch. Also gelb, ja. Weiter. Gelb will ich. Gelb. Gelb. Ist das schon schwer zu verstehen? Gelb! Gelb! Jetzt blau. Komm, wir haben ihn gleich, Mann. Blau, blau! Nein, er cheatet, er cheatet, er cheatet! Aber er trifft nicht, er trifft nicht. Das ist so unfair, das ist so krass unfair, Mann. Jetzt hab ich dich. Was? Nein! Warum wurde das jetzt weggebaut? Das will ich doch gar nicht. Nein! Ja. Oh, Gott sei Dank. Holy shit. Was ein Dreck. Grausam. Und nur zwei Sterne. Was wollen die eigentlich, sag mal? Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, die Aufgaben werden jetzt auch langsam unmenschlich. Ja gut, wir sind auch schon am Ende angekommen, so langsam. Von daher war es eigentlich klar. Aufgabe 17. Oh Gott. Besiege Larry. 7 Etappen mal wieder. Super. Toller Beginn. Es ist nur Larry, Mario. Der kann nichts. Eins. Oh, okay. Hochspringen kann er. Aber er ist down. Kein Herz verloren. Das ist die Hauptsache. Och, nee. Müssen wir jetzt ernsthaft alle killen? Ist das euer Ernst, oder was? Scheiße. Nein! Nein, Mario! Ich werde dir das nicht verzeihen, wenn du gegen ihn versagst. Und Wendy kommt auch dran. Die hat eine andere Taktik. Shit. Das ist schlecht. Schnell! Nein! Die ist sogar schwer, würde ich sagen. Guter Treffer. Und schnell auskontern. Nein! Ah, du musst sie sofort treffen, Alter. Ach komm! Ich bin doch gleich gesprungen, sag mal. Was erwartet ihr denn? Gib's ihr, Mann. Gib's ihr gut. Ich muss meine Taktik überdenken. Das ist nicht gut, was ich da mache. Aber dann springt sie halt nochmal, ne? Okay, gut. Taktik überdacht und Erfolgserlebnis. Iggy. Den haben wir doch schon mal gekillt. Der kann auch nichts, oder?
Ach, der springt so hässlich. Nein, sogar mit Bande. Ganz klug, du. Na, sag mal, was geht denn? Hälfte der Leben sind weg. Okay. Den haben wir jetzt gut gekillt. Sehr, sehr gut. Und Roy. Was macht er? Na gut, die Attacken von denen gleichen sich. Ah, okay, er kann auch eine Stampfattacke. Ich konnte mich nicht bewegen, sorry. Kein Stück konnte ich mich bewegen. Wenn man den trifft, muss man sofort nochmal springen. Damit er einen mit dieser blöden Stampfattacke nicht erwischt. Boah, das ist ja voll fies. Alter. Der ist schwer, du. Voll unfair. Und Lemmy. So, den habe ich eigentlich leicht in Erinnerung, aber... Bin doch auf den Ball drauf. Oh Gott, so unnötig. So krass unnötig. Letzter Versuch. Für die restlichen aber auch. Shit. Komm her, Mann. Hör auf, hier Bälle zu spammen. Okay. Letzter Gegner, letztes Leben. Schaffen wir es oder nicht? Es ist Ludwig. Oh nein, gegen den fail ich doch eigentlich immer. Verdammt. Das ist nicht mein Lieblingsgegner. Ich glaube, der kann auch eine Stampfattacke. Oh, gut ausgekontert. Nein, bisschen zu früh. Yes! Diesmal nicht, Ludwig. Diesmal nicht. Mhm. In your face.